deine Gedanken kreieren dein Liebesglück. Und wenn du jetzt denkst, die große Liebe gibt's nicht, ich bin lieber alleine, Männer enttäuschen mich eh nur, Männer sind alle gleich, dann sind es wirklich sabotierende Gedanken, die dich letztendlich daran hindern, wirklich dein Liebesglück zu erfahren. Denn wir unterschätzen, wie mächtig tatsächlich unsere Gedanken sind. Gedanken sind mächtig und Gedanken kreieren deine Wahrheit, deine Welt und dein Liebesglück. Denn wenn du jetzt beispielsweise denken würdest, ich bin zu schlecht für den Job, ich bin zu schlecht für den Job, ich bin zu schlecht für den Job, dann würdest du es so auch in deiner Welt kreieren und irgendwann würdest du anfangen, beispielsweise diesen Job auch zu verlieren, deine Leistung würde sich verschlechtern oder. Und ganz wichtig ist, dass du deine Gedanken beobachtest, wenn es in den Bereich Liebe geht. Mein Name ist Simone Janiga, ich bin Liebescoach, Podcasterin und Autorin und sehe es tagtäglich bei meinen Klientinnen, wie wichtig deine Gedanken sind und wie wichtig es ist, dass du deine Gedanken lernst zu verstehen und zu kontrollieren. Denn du bist nicht deine Gedanken. Das musst du dir wirklich, wirklich, wirklich zu Herzen nehmen. Denn häufig denken wir immer, ja, unsere Gedanken sind echt und alles, was wir denken, ist echt. Aber ist es das wirklich? Manchmal reden unsere Gedanken uns doch wirklich echt nicht was Richtiges ein. Und manchmal sagen wir doch selber, wenn wir uns erwischen dabei, wenn wir einen schlechten Gedanken hatten, ach, jetzt sei mal ruhig. Beispielsweise, wenn irgendwas Wichtiges im Job ansteht. Und dann kommen manchmal die Gedanken hoch, hey, das schaffst du nicht oder du bist nicht gut genug dafür. Danach werden wir doch auch sofort aktiv und versuchen, diese Gedanken abzustellen. Denn wenn wir diese Gedanken wirklich zulassen würden, immer und permanent in unserem Leben, vor allen Dingen die negativen Gedanken, dann hätten wir in diesem Lebensbereich auf Dauer kein Glück mehr, sondern würden diese negativen Gedanken wirklich in unsere Welt lassen, in unsere Realität lassen und dementsprechend würde sich das auch manifestieren, was wir uns vorstellen. Und im Bereich Liebe ist es enorm wichtig, was du denkst. Wirklich sehr, sehr wichtig. Was denkst du wirklich über Männer? Was denkst du über die große Liebe? Was hast du für schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, welche sich heute eventuell immer noch in dir verankert haben? Was denkst du über Liebespärchen, wenn du sie auf der Straße siehst? Das sind wirklich wichtige Fragen. Und die solltest du dir wirklich einmal stellen und vielleicht auch einmal aufschreiben und schriftlich beantworten. Und ganz ehrlich mal zu dir sein. Und nicht einfach nur so tun, als ob, sondern wirklich mal ehrlich diese Fragen beantworten. Denn wenn du nicht an die große Liebe glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass es einen Mann gibt, der zu dir passt, wenn du nicht daran glaubst, dass du dir die Liebe nochmal verdient hast in deinem Leben, wie soll es dann in deinem Leben passieren? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du das begreifst, dass du letztendlich deine Gedanken unter Kontrolle halten solltest, dass du entscheiden solltest, was du über die Welt denkst und vor allen Dingen, wie mächtig du auch bist. Denn du hast ja schon viel in deinem Leben erreicht. Warum solltest du dann nicht den Bereich Liebe auch noch für dich abhaken können? Warum solltest du keine Familie gründen können? Warum solltest du nicht heiraten können? Warum solltest du nicht einen Partner an deiner Seite haben, der mit dir reisen will? Warum solltest du ausgerechnet du das nicht haben? Du bist doch gar nicht wirklich anders als irgendeine andere Frau. Du hast vielleicht nur noch nicht die richtigen Gedanken. Und vielleicht hast du diese Gedanken noch nicht zersprengen können oder aus deinem Kopf schieben können, die dich letztendlich daran hindern. Und diese sabotierenden Gedanken nennt man auch, ja, limitierende Glaubenssätze. Glaubenssätze, die dich daran hindern, beispielsweise, ich bin nicht gut genug, ich finde keinen Mann, Männer sind alle gleich. Das sind alles limitierende Glaubenssätze, die dich daran hindern, letztendlich deine Welt zu kreieren. Denn wenn du mal auf deine Erfolge schaust, dann waren diese Erfolge sicherlich nicht mit negativen Gedanken verknüpft. Die Erfolge hast du auch nur geschafft, weil du an dich geglaubt hast, weil du an die Sache geglaubt hast, weil du den Mut hattest, es anzugehen und weil du den Mut hattest, vielleicht auch mal neue Wege zu gehen und nicht unbedingt den leichtesten und bequemsten. Denn der leichteste und bequemste Weg ist einfach stehen zu bleiben und gar nichts mehr zu tun.
Häufig sagt man ja auch immer, der schwierige Weg ist der richtige. Und schwierig heißt nicht, dass du dir einen abackern musst, dass du Tag und Nacht daran arbeiten musst an dem Bereich Liebe. Der schwierige Weg heißt einfach mal ehrlich zu sich zu sein, sich einzugestehen, dass man da ein Problem hat. Vielleicht auch mal ehrlich sein und sagen, dass man es vielleicht auch alleine gar nicht daraus schafft. Und dann auch Menschen zu kontaktieren wie mich. Link ist in meiner Beschreibung zum kostenlosen Beratungsgespräch beispielsweise, was ich sogar anbiete. Sich da einfach mal mutig zu melden, zu sagen, ich gehe jetzt mal einen neuen Weg, ich lasse mich jetzt einfach mal kostenlos beraten zum Thema Liebe und ich gestehe mir ein, dass ich da vielleicht noch nicht alles weiß, was ich wissen muss, um wirklich mein Liebesglück zu erlangen. Und ganz, ganz wichtig ist auch immer, dass du dich nicht selber verurteilst dafür, dass du es noch nicht getan hast, sondern deine ganze Energie darauf setzt und dich freust, dass du es endlich siehst. Dass es Möglichkeiten gibt, dass es Optionen gibt und dass du es ändern kannst, wenn du jetzt endlich mal einen neuen Weg einschlägst. Und vielleicht ist es auch am Anfang nicht ganz einfach, aber es lohnt sich am Ende, weil du hast ja nur die zwei Optionen. Entweder du gehst einen neuen Weg und wirst auf Dauer, ich verspreche es dir, Erfolg haben, oder du bleibst stehen in deiner gemütlichen Zone, wo nichts mehr dich berühren kann, aber wirklich glücklich bist du auch nicht. Geh raus, trau dich was Neues zu machen, sei mutig und du wirst sehen, es lohnt sich. Mut wird immer belohnt auf unserer Welt, immer. Und das weißt du ganz genau. Reflektier alte Verhaltensweisen von dir, guck alte Situationen an, in denen du mal Glück hattest und schau da, was hast du dafür eigentlich dann getan. Beispielsweise der Lebensbereich Gesundheit, Familie, Beruf, guck da mal rein und guck mal rein, ob du da eher mutig warst oder ob du ängstlich warst und nichts getan hast. Schau da mal ehrlich drauf und gucke dann danach mal, wie du in der Liebe sonst immer handelst. Denn Liebe ist wie jeder andere Lebensbereich. Liebe kann wirklich von jedem ins Leben geladen werden. Liebe kann dich erreichen. Du bist genauso ein liebevolles Wesen wie jedes andere auf dieser Welt. Warum solltest du dann kein Liebesglück haben dürfen? Schwachsinn. Jeder von uns hat das gleiche Liebesglück verdient und jeder kann auch das gleiche Liebesglück erlangen, wenn er einfach anfängt, die Wichtigkeit seiner Gedanken zu sehen, die Wahrheit zu sehen und zu sehen, was man bisher vielleicht geredet hat, sich eingeredet hat vor allen Dingen. Und welche Sätze dich vielleicht bis dahin sabotiert haben. Sätze abzulegen ist nicht immer leicht, aber es ist machbar. Und wie gesagt, der neue Weg, den kannst du auch mit mir zusammengehen. Du kannst ihn auch alleine gehen, je nachdem, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber wichtig ist, dass du ihn gehst, denn jeder hat sich Liebe verdient und jeder hat sich auch wirklich ein erfülltes Leben verdient. Ich danke dir, dass du dieses Video angeschaut hast. Gerne kannst du diesen Kanal abonnieren, mir einen Daumen hoch schenken. Ja, oder einfach dich bei mir melden und wir schauen gemeinsam, was dich vielleicht bisher noch behindert, um wirklich dein Liebesglück zu erfahren.